Abend, so nach der Samstagstour, weit nach der Samstagstour, es ist schon 21:30 abends, geht's jetzt an die zweite der drei neuen Episoden. Wie immer erstmal ein kleiner Blick ins Team, wie der Stand gerade so ist. Da ist noch ein bisschen Luft, aber ich will zumindest mal dreistellig werden von den Punkten her. Ja, und dann geht's auch schon los. Ich hoffe mal einfach, dass das Handy heute ein bisschen ausgeruhter ist und nicht so ewig lange, ja, Ladezeiten hat. Na, das reagiert erst gar nicht. Ist ja auch schön. So, weiter geht's. Ich muss dazu sagen, ich bin hundemüde. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr spielen jetzt. Keine Ahnung, was dabei passiert. Aber hilft ja alles nix. Ach komm, scheiß drauf. Mir ist eben gar nicht aufgefallen, dass ach, Leute. Ich hätte es so einfach haben können, ne? Mir ist eben gar nicht aufgefallen, dass ich keinen Zug mehr hatte. So müde bin ich. Das hilft ja alles nichts. Kannst du mal den Timecode vorlesen? Klar, der Timecode ist 2 Sekunden.
Das schmeckt auch gut.
Oh. Leute, wenn ihr es gleich schnarchen hört, bin ich das. Thank you.
Schon wieder fast weggepinnt hier. Sprechen kann ich auch nicht mehr. Boah, bin wirklich fast am Einpinnen. Krass. Mal gucken, ob ich hier durchhalte. Ganz alleine. Ja, aber er ist der Einzige, der rafft.
Ich glaube, Malfoy hat halt eine Sichtweise, dass alles, was unter ihm ist, Schmierlappen sind. Damit ist es natürlich auch getan. Er ist irgendwie ein Superzauberer, oder was? Wir sind alle so ein Star im Zauberer, ein Autor. Er hat krasse Geschichten erlebt, die sind mega cool. Na komm. Na, das sollte ja wohl klappen. Ja. Warum lassen die denn eins der Kinder einfach zurück? Noch 8. Ja, Leute, macht mal hin. Ich kann erst in 11 Stunden wieder. Ich habe einen Vater, ich kann nicht drauf vermuten, dass ich das kann. Ich habe einen Vater, ich kann nicht drauf vermuten, dass ich das kann. Ich habe einen Vater, ich kann nicht drauf vermuten, dass ich das kann.
Nee, der meint es wahrscheinlich selbst nicht. Dann setzen die auch dann rein. Ey, die haben das Herz am rechten Fleck, die Weasleys. Aber sie sind nicht unbedingt die allerschlauesten. Ja, dann auf jeden Fall den Schienen hinterher, nicht mit ihnen. Was soll denn passieren? Müde. Die wissen dann, glaube ich, nicht, wo sie lang müssen. Deswegen haben sie gedacht, komm, wir fahren die Schienen lang, ne? Und irgendwann werden wir ihn schnappen. Aber eine gewisse Begriffsstätigkeit. Also, für gute Action gerade. Von Kaukar. Tick-Tack stellt die richtige Frage. Welche Familie kommt 5 Minuten vor Abfahrt am Bahnhof an? Was war das eigentlich? Ja, die waren die allerletzten zur letzten Minute. Und die Eltern haben sie doch allein gelassen. Doch, doch, Ron, deine Bildung ist uns sehr wichtig. Ja, aber... Harry ist so ein einfühlsamer Typ. Ach ja, ist ein Eiger oder was, ne? So. Ah, du bist ein Pflege. Also wenn sie wollte, hätte sie sie längst umgebracht. Das ist eigentlich mehr einfach ein leichtes Verbrechen, einfach zerquetscht. Jetzt musst du mal langsam was passieren hier. Ich bin einfach in die Kamera. Ja, ist er wieder. Ich bin auch, wo er ist.
abartig widerlich gespielt. Ja. Oh, Mann. Dann holt die Kinder einfach ab. Na, die Eltern sollten Strafe kriegen. Was soll das? Die sind, wie alt sind denn die? Die können doch nicht erwarten, dass die wissen, wie sie irgendwie zur Schule kommen. Plus, warum lässt Weasley den Schlüssel vom Auto stecken, wenn die damit nicht abfliegen sollen? Und sie sind einmal vorher schon geflogen und er hat nichts gemacht. Also die Sorgfaltspflicht komplett vernachlässigt. So, das geht ins Gewächshaus. Oh mein Gott. Claudia Roth. Ich glaube, sie riecht ein bisschen. Zack, wieder fast eingepinnt. Oh Mann, ey. Es wird noch hart hier. Jetzt stehen K.O. Also sitzend. So, noch vier. Durchhalten, kämpfen. Oh. In dem Zustand mal so eine Stunde nur gehen, Geräusche aufnehmen. Und das als Einschlafvideo hochladen. Das wäre auch eine Idee, oder? Wenn ihr möchtet, mache ich das mal. Schreibt mir das nur.
dachte, das würde es wirklich geben. Ja, ich auch. So funktionieren GIFs im Hogwarts. Die Mutter hat die GIFs geschickt. Das ist so ein Heuler-E-Mail-Plattform. Aber das finde ich echt eine gute Idee. Wir müssen jetzt an Wichteln sozusagen üben, wie man das Böse schon mal so ein bisschen bekämpft. Naja, nicht spoilern, Anton. Nee, ich bin auch. Ja, aber das ist doch sein Wunsch, weil er will dir doch irgendwas beibringen mit den Wichteln. Ein Level noch. Aber faszinierend dafür, dass ich das die erste Episode gestern Abend gemacht habe und heute den ganzen Tag unterwegs war. Finde ich es faszinierend, dass jetzt noch keiner anderer die Episode durchgespielt hat. Ich bin hier sogar schon in Führung, hätte ich nie gedacht. Ja, auch in Gedanken aufladen, oder? Wenn du wirklich willst, dann kannst du auch.
Wieder fast eingepennt, beziehungsweise Sekundenschlaf gehabt. Meine Fresse. Puh. Das ist keine Show hier, ich bin wirklich durch. Das gibt hier auch nichts. So wie das aussieht. Okay. Scheiß drauf. Aber finde ich gut, macht ist immer so in jedem Buch auch so neue Charaktere einführen, die alle total gut funktionieren, die alle irgendwie mega deep sind, obwohl sie natürlich Karikaturen irgendwo sind. Aber so, es ist irgendwie, ich mag das sehr, es ist super sympathisch. Also, vielleicht ist es mit dem Deep auch wieder drin, aber ich finde, sie gibt sich da schon Mühe, die irgendwie die Menschen wirklich zu machen. Ja, genau, weil sie selten nur Stichwortgeber sind oder. Das ist gut. Gegen so viel Eis hilft die Kombination. Und gegen Müdigkeit hilft schnell fertig werden. Schnell noch hochladen. Und dann nichts wie ab in die Kurie. Sehr gut. Nein, ich kauf nichts.
Scan. Jetzt das Level. Zack, wieder eingepennt. Meine Herren. Wie lange diesmal? Keine Ahnung. Boah, ich bin so durch. Krass. Also nicht wundern, wenn zwischendurch mal Leerlauf ist, aber vielleicht schneide ich es auch raus. Mal gucken. Ist ja krass. Na, komm mal da. Geht doch. Also nochmal nicht beschweren. Ich denke, ich lasse die ganzen Sekundenschlafphasen jetzt mal drin. Es sei denn, sind wirklich so lang, dass ich beim Schneiden merke, besser sollte es rausnehmen. Aber, boah. Ich war, glaube ich, noch nie so müde beim Soda-Spielen. Also, denn. So viel zu dieser Episode. Und morgen geht's dann weiter mit der letzten der drei neuen. Nein. So, genug gedudelt. Noch schnell ein müder Blick in Steam. Dreistellig. Okay. Gut. Dann war es das von mir für heute. Bis morgen dann. Macht's gut, euer Winnie.